steht man auf am frühen Morgen. So um 10 hat man schon Sorgen. Was für Kleid, was für Schuh, welcher Hut passt dazu, welcher Schirm, welcher Strumpf, welches Täschchen. Jede Frau kränkt sich zu Tode. Trägt sie nicht die letzte Mode? Wenn sie hüpft in der Früh aus dem Bettchen heraus, ruft sie verzweifelt aus. Was zieh ich heute an? Wenn ich spazieren gehe, was zieh ich heute an? Gehe ich zum Hüpfbuffet? Vielleicht nehme ich das zarte, aparte. Das macht mich doch so schlank. Vielleicht das lila Matte, das glatte, vorn kurz und hinten lang. Was zieh ich heute an? Wenn ich nur das schon wüsst und alles für den Mann, der mir sympathisch ist. Das Gelbe mit den Tupfen zum Schlupfen, das Seidene im Blau. Ach Gott, was weiß so ein Mann von den Sorgen einer Frau? So ein Mann ist zu beneiden. Frauen sind ja so bescheiden. 20 Kleider, nicht mehr. Ein Complet, ein Trotteur, ein Fuchs, einen Luchs, einen Maulwurf. Hüte hat sie ganze Massen, aber keiner tut ihr passen. Sagt der Gatte, mein Schatz, komm mit mir heute, ich bitt. Fragt sie erstaunt, ja womit? Was zieh ich heute an? Wenn ich spazieren gehe, was zieh ich heute an? Geh ich zum 5 Uhr Tee? Vielleicht das blau gestreifte, geschweifte, ach, das ist doch so modern. Vielleicht das dekoltierte, karierte, das lieben so die Herren. Was zieh ich heute an, ach, wenn ich nur das schon wüsste. Und alles für den Mann, der mir sympathisch ist. Und wer bezahlt den Schneider, die Kleider, das weiß ich nicht genau. Ach Gott, was weiß so ein Mann von den Sorgen